Servus, was die Maulen. Grüß euch, die Buben. Ja, ich glaube, die Gegend wird sicher kennen, in- und auswendig, so wie ich bald. Ich bin wieder am Hausberg unterwegs, auf zu den einen Stammbruch. Werde aber dort noch ein Stückchen weitergehen, ein bisschen in den Dschungel rein, ein bisschen auf Ruhe gemütlich machen. Käfchen, Kleinigkeit zum Essen, mal schauen, ob ich einen Hunger kriege, dabei habe ich noch keinen. Aber ja, schauen wir, was auf uns zukommt und jetzt schauen wir mal auf. Ich will auch noch zu den Lager von den Jungs schauen, wie das ausschaut, ob sie da noch was tut oder ob da keiner mehr ist. Ja, gehen wir mal weiter. So wie das ausschaut, dürfte da schon länger niemand mehr gewesen sein. Schade, dass man das so verfallen lässt. Die ganzen Schniedeln sind alle noch da. Nichts ist zurückgebaut worden. Ja. Schlimm, schlimm. Blechkugel nochmal drum. Ich werde das Ganze weiterhin beobachten. Ich werde im Herbst noch einmal herschauen. Ich werde jetzt Fotos machen, wie das ganz genau ausschaut. Und wenn sich da bis Herbst nichts da hat, werde ich die Folie und das ganze Eisenklumpert entzogen. Schaut drum. Ich glaube, da ist gar nicht so schlecht. So, heiß, ein bisschen durchgeschwitzt. Aber das macht nichts. Ich baue mir jetzt einmal alles aus. Ich habe nämlich mein T-Shirt dabei und mein Sessel. Und dann, wenn es gemütlich ist, schalte ich wieder dazu. Ja, das Denkersystem kommt auch wieder zum Einsatz. Und das WTB Woodpecker. Ja, und weil da die Sonne so einer scheint, habe ich mir die Unterlegsmatten aufgespannt. Das ist die von Geartop, die hat ja Befestigungslaschen, die kann man am Boden auch niederspannen. Ist urleicht und kann man ja als Sonnendachel verwenden. So, und jetzt geht es einmal zur Gemütlichkeit über, weil jetzt habe ich einen Hunger. Ja, so ein Sonnenschutz ist nicht schlecht. Dadurch, dass das hell ist, also so grau, geht eigentlich das Licht schon durch und dunkelt nicht so. Auch ein Vorteil. Heute gibt es nur einen Ankel Benz, heute gibt es nichts Besonderes. Wir haben schon 2:45. Und den werden wir jetzt einmal machen. Ja, in dem Sinn, Freunde, Mahlzeit. Jo. Ein bisschen nachwürzen nehmen wir es. Ja, wenn wir meine Carlos-Mischung dabei. Spezialmischung natürlich. Kann ich leider nicht verraten. Da sind ein paar Gewürze zusammengemischt. Nach eigenen Ermessen, was ich jetzt gern habe. Ah, ja. Noch gewürzt auf alle Fälle besser, weil das scharfes Zeug habe ich auch dazu reingehauen. Ist schon leer. War sehr gut. Naja, auf was soll ich lang warten? Ich brauche eh mein Käfchen. Das werde ich mal gleich machen. So, Freunde, ihr wisst, was kommt, meine Krankensesseln. Gesundheit, schaut euch das Wetter aus, schaut, dass es rauskommt. Und der zweite Gruß an den Rest der Welt. Prost, Freunde. Das ist ein Gedicht. Das heißt, ein Gedicht, das ist ein ganzes Lied. Das ist eine Arie.
Freunde, ich habe mir mal versucht zum Schnitzen. Mein ganzes Leben habe ich noch nie was geschnitzt. Und ja, damit ich mich vielleicht Buschkraft noch nennen darf, naja, kleiner Schnitt, das geht immer, versuche ich mir jetzt einmal einen Löffel. Ja, das war das Anfangsstadium. Und so bin ich jetzt. Und das da herinnen habe ich bis jetzt alles nur mit Hansmann geschnitzt. Also kein Schemesser oder sonst was. Ja, da tue ich auch ein paar kleine Schnitte angefangen. Ja, vielleicht werden wir so ein Schälmesser noch organisieren. Das ist da ein schöner Hundshaken. Ich glaube, ich spiele mich da jetzt sicher schon eine gute Stunde dran. Ja, muss einmal mit heimnehmen, schauen, dass ich da drin noch irgendwas halbwegs schöner zusammenbringe. In den Rest schnitze ich mir noch, aber ich weiß, die Proportionen von den Löffeln sind nicht wie Löffel, aber meine Proportionen sind ja auch nicht so wie normal, nicht, oder? Passt ein in die Schnauze, also. Und je weiter man runterkommt, desto schlimmer wird es halt. Ja, jetzt werde ich langsam aufhören. Schauen wir mal, ob ich daheim noch weiter tue oder vielleicht beim nächsten Mal. Wie es mich gefreut. Auf alle Fälle, was mir das Gute für heute. Ich packe jetzt zusammen und dann geht es am Rückweg. Ja, Freunde, ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde weiter geschnitzt. Das ist das geile Teil einmal. Ja, der gehört jetzt daheim noch ordentlich bearbeitet. Aber wie gesagt, das ist nur mein Hansmann ausgearbeitet. Das war ein Heidenhaken. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass eigentlich Triebwurm ist. Da sind ein paar Wolken aufgezogen. Und naja, jetzt ist in der Zwischenzeit auch schon fast 5 und jetzt packe ich zusammen und jetzt geht es aber wirklich heim. Ja, ganz sauer, ja, man das halt nicht kriegen. Das kann ich mal zusammenbringen. Die verroten, ey. Geh mal. Am Rückweg. Das hat mich sicher gerochen. Gleich stinkt wie heute. Das ist gleich ganz ruhig geworden. Dürfte sich auch nicht bewegt haben. Versteckt sie wahrscheinlich. Aber passt schon so. Ich stehe es nicht. Ich meine, vielleicht rennen sie uns über den Weg. Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Ich sage einmal wieder: Danke fürs Mitlaufen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage wie immer Servus die Mauer und pfiat euch die Buben.